Michael Schrammeck isst die feurige Frucht nicht nur gern, der Jesberger baut Chili auch an, in seinem Garten in Nordhessen. Gar nicht so einfach bei diesen Klimabedingungen. Das geht im Februar los. Da heizt sich dann mit einer Heizdecke, wie andere das ins Bett legen. Die lege ich unter die Samenkisten und oben drüber so eine kleine Plastikhaube. Das reicht, dass es im Gewächshaus, selbst im Winter, dann die richtige Temperatur hat. Eigentlich wird die Pflanze in Mexiko, China oder Indien angepflanzt. Doch der Hobbygärtner zeigt, dass es auch hier geht, trotz schwieriger Lage. Wasser, Wasser, Wasser. Ich bin hier oben auf dem Schlossberg. Wasser hat die Eigenschaft, runterzulaufen, wegzusickern. Und hier ist unter der Bodendecke, die nicht dick ist, dann gleich schiefer Fels. Von daher ist Wasser echt eine Herausforderung. Die Lösung: Wassertanks und Teiche. Die Chilis erntet er nicht nur für sich, sondern auch für andere. Denn der 57-Jährige verwirklicht seinen Traum der Selbstversorgung. Früher hatten Dörfer eine klare Aufgabe. Die sollten die Stadt versorgen. Die Stadt war noch nie alleine lebensfähig. Sie brauchte immer das Land drumherum. Und heute schafft nicht mal mehr das Land, sich selbst zu versorgen, sondern wir importieren Gemüse aus Südeuropa, den Knoblauch aus China, aus der ganzen Welt. Und eigentlich können wir das doch selber hier alles vor Ort anbauen. Bürgermeister Heiko Manz sieht das genauso und gründet die Eigenmarke Jesberger. Ein Label, unter dem Bürger ihre selbstproduzierten Produkte verkaufen können. Wir sind als Gemeinde Jesberg hessische Klimakommune und haben im Rahmen dieser Mitgliedschaft einen Klimaaktionsplan erstellt und haben überlegt, wie können wir das Leben in Jesberg nachhaltiger gestalten. Und ein Punkt war, dass wir die Landwirtschaft mit einbinden und dass wir Produkte, die in Jesberg produziert werden, auch in Jesberg vermarkten und verkaufen. Verkauft werden die Chilis nun im örtlichen Supermarkt. Möglich macht das Inhaber Marc-Oliver Weising. 7 lokale Vermarkter sind bislang dabei. Das Kriterium ist, dass es regionale Hersteller hier aus der Gemeinde sind, dass sie die Ware nicht das ganze Jahr liefern müssen, sondern dann, wenn sie saisonal verfügbar ist. Das war das Wichtige. Das Angebot kann so jederzeit erweitert werden. Dass man regional einkauft, kurze Wege, das ist schon toll. Ich bin begeistert, weil ich denke, alles, was Logistik unterbindet, kommt unserer Umwelt zugute, oder? Erstmal ist es sehr schön, dass die hier aus Jesberg kommen natürlich. Und sie sind sehr scharf, wenn man bevorzugt. Scharfe Peperoni. Die Chilis sind erst der Anfang. Als nächstes will Michael Schrammeck Quitten anbieten und hofft, dass ihm viele folgen. In einer Zeit, in der wir irgendwie die CO2-Emissionen runterbringen müssen, ist das ja eine ganz einfache und schöne Methode, da seinen Beitrag zu leisten. Und man profitiert am meisten auch noch selbst davon. Also von daher ist es so eine Win-Win-Win-Situation. Nachhaltigkeit fürs Dorf dank Produkten aus dem eigenen Garten.